Hallo Leute, wir warten darauf, dass Vardrak auf OK Hat er drückt. doch schon längst, hat er doch schon längst. Hat er doch schon längst. Und jetzt sind wir wieder da. Hallihallo. Das war die minimalistischste, einfachste Begrüßung, die ich je gehört habe. So bin ich, minimalistisch, einfach, aber genial. Ich finde sie super. Ich dachte, man muss ja nicht immer übertreiben. Warum bekommen wir keinen Apfel? Moment. Den Apfelbaum kaputt gemacht? Vielleicht trägt er erst morgen. Ja, wenn der Apfelbaum hier nicht trägt. Weil wir können halt auch nicht. Er sagt Apfel. Er sagt aus. Also es ist ausgewachsen, sonst würde da stehen, so und so viele Tage braucht er noch. Im schlechtesten Fall liegt es an der. Ich werde ganz kurz was ausprobieren, Leute. Ich fälle den Baum dann auch gleich wieder. Kein Problem. Es könnte sein, dass es an dem Dings hier liegt. An der Map. Deswegen werde ich ganz kurz einen Apfelbaum dahin pflanzen. So, steht dann da. Ja, so und so viele Tage zum Reifen. Und da steht Apfel. Und wenn ich den jetzt reifen lasse, zack, dann ist er da. Aber er trägt keine Äpfel. Hast du mal dann geschüttelt? Vielleicht sieht man den Apfel einfach nur nicht. Ja, es kommt keine Äpfel raus. Ich habe gerade noch einen zweiten Apfelbaum extra gepflanzt. Den ich jetzt schnell runterfällen werde, weil der gehört uns nicht. Und das Holz natürlich auch wegschmeißen werde. Außer die zwei Holz, die ich vorher hatte, werde ich alles. Ihr habt es alle gesehen. Ui, das wollte ich nicht. Ich habe es nicht gesehen. Alle Leute auf dem Bildschirm haben es gesehen. Also wenn er morgen nicht trägt, dann stimmt irgendwas mit der Map nicht. Kannst du einen Apfelbaum irgendwo anders anpflanzen, außerhalb der Map? Nein, aber es kann halt sein, weil die Map Bereiche hat, die normalerweise ja nicht standardmäßig auf der Map wären. Weißt du? Wir werden heute einfach mal ein bisschen mit den Mods experimentieren. Ich finde, das ist auch mal eine schöne Folge. Das heißt, ich werde jetzt einfach an verschiedenen Stellen versuchen, einen Apfelbaum zu pflanzen. Und wie gesagt, ach, versuch mal direkt am Anfang mal ganz links oben in der Ecke, weil die Map fängt links oben an. Das ist quasi. Ja. Das heißt, Leute, heute werdet ihr mal dabei sein, wie wir ein bisschen cheaten. Mensch, das ist ja was ganz Neues. Nein, nein, so richtig. So, wir sorgen dafür, dass die Leute mit Absicht zugucken. Guckt hin, Leute, guckt hin. Wir sind Cheater. Cheaten. Das ist mal was anderes, was wir sonst nicht so machen. Moment. Kann nichts dafür, wenn du mal cheatest. So, ich cheat hier gar nicht. Links oben, sagt er. Ich mach mal hier beim Opa frei. Weißt du noch, wo der Zettel vom Opa lag? Ja. Ich denke mal, da ein bisschen drunter. Genau, ich werde erstmal hier den Baum. Also der trägt auf jeden Fall nicht. Wir lassen die Bäume tatsächlich erstmal stehen bis morgen. Weil die Sache ist, die normalerweise, wenn man erntet, dann Früchte tragen dann sofort, wenn man die auf reif setzt. So. Der hat auch noch keine Äpfel. Ich meine, wir sind jetzt im zweiten Jahr. Wir können jetzt anfangen zu cheaten. Das ist schon in Ordnung. Nein, aber tatsächlich kann das halt auch wirklich damit zusammenhängen, dass es auf dieser Map irgendwie nicht richtig funktioniert oder so. Ich meine, wir können uns auch einfach hier hoch und dann. Hier können wir nämlich gar keinen. Zack, zack. Zu nah an einem anderen Baum. Nee, das wollte ich ja gar nicht. So, ich nehme jetzt mal auf gut Glück, gehe ich mal in die Wüstenmine. Und pflanze dort einen Baum. Nein, das nicht. Aber ich habe beide Goldspitzhacken dabei. Ich hoffe mal, dass ich keine verliere, wenn ich sterbe. Wenn du sie verlierst, wird sie dir mit der Post nachgeschickt. Aber dann ist da noch Gold? Ja, ja, dein Werkzeug. Ja, nee, ich habe ja zwei, aber wenn ich eine verliere, ist halt blöd. Ja, dann verliere halt keine. Ja, ich werde einfach nicht sterben. Das ist einfach das Ziel jetzt vom heutigen Tag. Ich darf nicht sterben. Ja. Das ist schwierig. Mach mal nicht Sterbi. Achso, warte mal, ich muss Eisen mitnehmen. Kann jeder Suki fragen, das ist eigentlich mein Hobby, zu sterben hier. Was, stimmt. Wir brauchen auch dann später sehr viel Holz, einfach um sehr viel Holzkohle zu erstellen. Oder wir kaufen das bei Clint. Nee, da kommt's günstiger. Wir kaufen uns das Holz
bei Dingens und machen uns selbst Holzkohle. Okay, gut, das kann natürlich sein. Weil Holz ist günstiger, 10 Holz sind günstiger als 1 Kohle. Kosten 10 Holz? Früher waren es 100 kostet Holz und 150 Kohle. 250 ab dem zweiten Jahr kostet die Kohle. Ja, dann sind wahrscheinlich 200 das Holz oder so. Ja, der... Sag ich dir gleich, ich guck mal ganz kurz. 10 Holz? Kohle kostet 250, so. Ja, das weiß ich. So, warte mal, ich mache erstmal die Starthacke und dann gehe ich gleich mal hoch zu unserer Lieblings... Heute ist Dienstag, kann ich nicht nachgucken. Okay, weiß nicht. Aber ich glaube ja, tatsächlich im ersten Jahr kostet es 10, das Holz. Das werden halt 100 für 10 Holz. Jetzt kostet glaube ich 15, das sind dann 150 oder so. Ja gut, aber das, die Sache ist halt die bei der Kohle. Wenn wir die Barren verkaufen würden und dann halt wirklich, wirklich viel Kohle brauchen dafür, ja. Hast du ja quasi immer noch Gewinn. 1000 kostet es so, 1500, wenn du jetzt nochmal abziehst, 250, machst du immer noch mehr als genug Gewinn. Das stimmt schon, aber dann kann ich auch sagen, dann brauchen wir keine Fischfarmen mehr, weil dann können wir auch die den Dünger einfach kaufen. Ja. Weil das lohnt sich immer noch. Guckt jemand die Fischfarm noch an? Ich glaube nicht. Ich gucke sie manchmal an, tatsächlich. Sieht sie noch schön aus? Ja. Das ist das Wichtigste. In der Tat, ich finde sie hübsch. Ich finde das nämlich kacke, dass kein Apfel hier spawnt. Das ist schon suspekt, ist das. Und deswegen... Oh, ich sollte vielleicht mal die... 996 Apfelsetzlinge, die ich noch habe, die fast eine Million wert wären, sollte ich vielleicht einfach mal wegmachen. Ich schmeiß die mal alle weg. Oh, die sind in der Verkaufstruhe gelandet. Oh. Irgendwie so, ne? Ja. Okay. Unsere Farm soll schöner werden. Sammelst du jetzt mit dem Glas? Was? Nee. Ich hacke Unkraut weg und Steine und sowas. Oh Gott, das sind noch drei riesige Schleims. Cool. Schleimer heißt das. Ah, unsere Farm ist so groß. Wir müssen sie wirklich langsam unterteilen in Untersektoren. Also ich finde das echt cool, aber da wäre es halt wirklich cool, wenn man irgendwie so noch ein, zwei Leute mehr hätte. Also ja, hier haben wir auf jeden Fall Platz noch für mehr Leute. Ja, und wie gesagt, es können ja auf diesem Map-Typ, das ist ja irgendwie so gecodet, können ja bis zu 9 Freunde dazukommen. Dass du quasi zu 10 dann spielst. Genau. Aber das können wir halt nicht alles aufnehmen, weil das ist zwar für den Stream vielleicht eine Möglichkeit, aber nicht so... Weil du kannst ja so viele Leute nicht reden lassen. Nee, die müssen dann halt, man unterhält sich mit denen dann halt nur im Chat. Wir beide und Suki darf auch noch gerne mit dazukommen, weil Suki schon im coolen Team ist. Und der Rest wäre halt im Chat einfach nur so. Die können sich gerne in einen eigenen Discord-Channel hauen oder so, aber hier kommen halt nur die coolen Kids rein. Oh nein, das war ein Gegner, der nicht ganz richtig im Raster liegende Stein. Oh. Wer hätte das erwartet? Ich nicht. Denn ich bin nicht da. Das, was schade ist, als Host kannst du dir nicht aussuchen, wo dein Haus steht. Das ist schade, ja. Das ist wirklich schade, ja. Ich meine, du kannst ja sagen, ja, ich will da runterziehen oder ich will da nach links ziehen. Ich meine, ich könnte mir dort einfach ein Haus bauen und dort mich immer schlafen legen, aber ich wache ja dann trotzdem immer am anderen auf. Oder? Nee, tue ich nicht. Nein, du wachst dann dem auf, wo du schlafen gehst. Es sei denn, man lockst dich neu ein. Dann wachst du in dem Haus auf, was dir gehört. Ja. Komm schon, 4% sind keine so kleine Chance. Ich bin einfach eine Prismatik-Charter. Und die Dinger hier, Leute, die kann ich noch nicht verkaufen. Weil da gibt es noch Fehler
More than necessary. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon gepatcht ist. Ich habe nicht geguckt, ob es eine neue Version gibt. Welche? Was kannst du nicht verkaufen? Na, unseren Coop und unser Barn da unten. Ach so, ja. Die kann ich nicht abreißen lassen. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob das mit dem Mods dazu zusammenhängt oder mit in der Beta-Version. Wenn man Omnigion verkauft, kriegt man kein Geld. Also manchmal. Oh, da fällt mir ein, es ist keine Beta-Version mehr, ne? Doch, wir spielen noch auf der Beta. Ja, aber wir könnten theoretisch die Stable ziehen, die ist heute raus. Ach so, wahrscheinlich erst heute Abend. Prinzipiell, ja, die Stable kommt heute raus. Also Leute, wenn ihr das seht, ist die Stable locker schon raus. Ja. Aber ich würde jetzt erstmal warten, bis die Mods nachgezogen haben auf die Stable-Version. Genau. Also und dann können wir tauschen. Tatsächlich, wir haben ja das Glück, also wir nehmen das, Leute, für euch zum Verständnis, das gerade am letzten Mittwoch auf. Und also am 1. Genau, am 1. pünktlich. Und wenn ihr das seht, sollte es Montag sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Das heißt, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, was am Wochenende sein wird, dann werden wahrscheinlich auch schon die meisten Mods und Smarty und so nachgezogen sein. Martin, auch schön. Ich gehe schlafen. Gleich. 21 Uhr. Schaffen. Die Ebene mache ich noch hier. Und Marvi, so eine geht noch. Ich gieß mal Wasser ein. Das soll heißen, ich nehme diese ganze Lithium-Erz, was hier ist, und diese Kupfererz und dann hau ich ab. Naja, so geht das doch. Keine Prismatic Shard. Dafür 41 Lithium-Erz wieder. Ja, wenn ich ein gutes Schwert hätte, also so meins, dann könnte ich auch mal wieder in die Wiese. Du kannst das Schwert gern zurückhaben, wenn du möchtest. Dann kannst du auch in die Mine gehen. Dann kann ich nicht in die Mine gehen. Ja. Wir brauchen ein zweites davon, aber du bist jetzt schon weiter unten. Die Frage ist, die Frage ist, wie tief bist du jetzt in der Mine? Ich bin jetzt auf Ebene 50. Das ist das Problem. Ich war schon tiefer und dann haben wir die Map gewechselt. Ich weiß nicht, wie auf diese verrückte Idee kam. Achso, das war ja ich. Deswegen, hier war ich noch gar nicht in der Mine unten. Tja, Zuki, ist doch gut, dass du deinen eigenen Rückzugsort hast. Ihr könnt übrigens eure Hütten auch vergrößern, ne? Ja, wir können die noch ausbauen, aber momentan hatten wir ja nicht das Geld dazu. Wir haben 21.976. Das würde für eine reichen? Na, 10.000 brauchst du gleich für die erste Verbesserung. Ja, und Holz und Steine. Oder nur Steine? Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. Deswegen habe ich nochmal ein paar Bäume random angepflanzt. Was auch ziemlich gut ist, was wir weitermachen sollten. Wir sollten uns irgendwie, von mir aus auch am unteren Ende der Map, einen richtigen Wald anpflanzen. Ja, ich meine, bei hier ist es egal. Ich habe das sonst immer so wirklich gleichmäßig gemacht, aber auf der Map ist es halt wirklich, wirklich egal, weil es ist so viel Platz. Also ich habe es auch so auf der kleinen Map random gemacht und habe dann immer gleich, also immer wenn einer hier ausgewachsen ist, direkt rausgeholt. Ja, das Problem ist halt, wenn einer, nett, wenn einer mittendrin irgendwie komisch durchwächst, weißt du, dann, dann kommst du halt nicht daran. Ja, aber wenn du halt jeden Tag oder alle zwei Tage da gucken gehst, dann passiert das eigentlich nicht. Ja. Wenn du sie nicht, also wenn du sie flächendeckend pflanzt, ja. Aber ich habe sie ja random gepflanzt. Ja. Ja, und es wäre gut, wenn einer von uns dann halt, du, den Skill abändert. Zudem, dass man halt auch Hartholz-Chance hat bei normalen dann. Das ist halt nur der andere Skilltree und ich mag meinen Skilltree eigentlich so gern. Dann musst du dich aber um die Schweine kümmern dann. Weil ich habe keine Lust, dass die Trüffel einzusammeln und dann irgendwie 3 Slots immer zu Verbrauch zu haben dafür. Ja, nee, ich sammle dann die Trüffel ein, das ist kein Problem. Elf Tagen sind die Blaubeeren fertig. Ja, ich glaube tatsächlich, die Bäume tragen auf dieser Map gerade gar nicht. Es könnte ein Multiplayer-Problem sein. Wir können einfach mal nachgucken dann. Ja, allerdings muss ich sagen, der Fairness halber, es kann halt sein, dass es nur an diesem Ding liegt, der Fairness halber sollten wir jetzt schon 3 haben. Wir brauchen aber 4. Ja, wir sollten auch schon 3 haben. Was hältst du davon, weil das sowieso der letzte Tag heute ist und wir es danach ja klären können und gucken können? Ich würde einfach sagen, wir gucken einfach mal dann in die Mod-Beschreibung rein, was da drin steht.
und können dann entscheiden, ob, also bei dem, auf der Mod-Seite, ob es da Bug-Reports gibt und dann können wir entscheiden. Also machen wir das nicht mehr dieses... Nicht mehr heute. Diese Aufnahme nicht mehr. Okay. Wir können dann entscheiden, dann nächste Aufnahme können wir das Gewächshaus beischalten. Ja. Also wenn es halt nächste Aufnahme wirklich noch nicht funktioniert, weil das irgendwie ein Multiplayer-Bug war, dann werden wir wahrscheinlich... Ich könnte eine Spitzhacken wieder wegbringen. Wahrscheinlich den zweiten Tag mit zwei Spitzhacken. Brauchst du eine Goldspitzhacke? Goldspitzhacke ist klar. Goldspitzhacke? Brauchst du aber mir Goldspitzhacke? Ich habe eine Eisenhacke reingegeben. So, ich muss das Holz und Dings hier wegschmeißen, weil das waren die gecheateten Bäume zum Testzweck. Also ich habe in die Kiste neben deiner Verkaufskiste habe ich die Goldspitzhacke reingelegt erstmal. Das ist in Ordnung, ich habe eine Goldspitzhacke. Ich gehe gleich wieder in die Mine und versuche Prismatic Schadheim zu kriegen. Iridium-Erz, haben wir ganz schön was. Kann man nichts sagen. Ja, ein bisschen was habe ich geholt, das ist nicht viel. 80 also, Stück. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Ja, ich weiß. Wie viel hast du so mal pro Tag mitgebracht? Du bist ja noch nicht Ebene 135.000. Ja, das ungefähr auf der Höhe ist Suki, ja. Ja, so. Ich wollte nicht in die Mine, ich wollte in die Stadt. Dankeschön. Hallo, Clint. Achso, sie arbeitet noch an der Stahlhacke. Er arbeitet noch an der Stahlhacke. Ja, stimmt, was Suki geschrieben hat. Wir sind ja verheiratet und trotzdem wacht sie jedes Mal, wenn wir neu starten, eine kleine Hütte auf. Arme Suki. Aber ansonsten wachen wir auch quasi immer auf dem gleichen Teilset auf. Was heißt, dass wir quasi aufeinander schlafen. Und das bei der Hitze. Ja. Wenn ich Saskia nur auf 5 Meter zu nahe komme nachts, dann faucht sie mich an, weil es so warm ist. Verständlicherweise. Bin ich nicht anders. Aber so ist das. Was mache ich denn heute? Ich treibe auch mal die Wüstenmine, glaube ich, nach unten. Ja, aber du hast nicht das Schwert, also pass ein bisschen auf. Stimmt, dann mach ich's nicht. Was mache ich dann heute? Ist heute irgendwas zu ernten? Ich glaube nicht. Kann eigentlich nur der Hausbesitzer das Haus upgraden? Ja, du kannst, glaube ich, nur dein Haus upgraden. Aber ich kann ja keine Gebäude bauen. Wie? Wegen der Mod. Ja, du kannst sie. Ja, ich weiß nicht, ob das. Das liegt halt an More Than Necessary. Für gewöhnlich solltest du es ja auch können. Ja. Und ich denke, MTN wird auch noch, gerade jetzt mit dem Release, nochmal um einiges verbessert werden. Ja. Ich würde gerne Spielstände. Cross-Plattform. Nutzen können, das wäre toll. Ja, da müsstest du halt einen Token reingeben, ob da Mods sind, also Map-Mods oder sowas. Und alles andere halt entfernen können, weißt du? Also sämtliche Mod-Inhalte müssten auf einem Token laufen, den man entfernen kann. Ich würde halt auch von mir aus kann das Ding auch abstürzen, wenn man gemoddete Dinger drin hat. Und dann würde ich einfach gemoddete Spielstände. Naja, das Problem ist, ganze Mods, die quasi das Spielgeschehen ändern, rausschmeißen. Ja, das Problem ist halt, dass du das auf der Konsole halt echt schwierig hast. Wie die das halt handeln, weißt du? Mhm. Ansonsten, ja, hast du recht, wäre das eine ziemlich coole Idee. Ich ernte heute das erste Mal unsere Holzfarm einfach ab. Ist die schon reif? Ein paar Bäume. Achso, okay. Die Mine jetzt gerade so, du willst eine Ebene tiefer kommen? Ich glaube nicht. Ist auch nicht so, dass ich da grünes Glück habe, also komplett voll bin, aber. Bist du schon wieder komplett voll, ja? Ja. Immer dieser Alkoholiker. Voller Liebe. Wow, du bist ja abartig niedlich. Sehr eklig. Hört sich noch nicht mal, weil sie nicht da ist, wahrscheinlich. Oh Gott, die Area ist festes mit Monstern und hier sind. Monster. Slimes. Ist doch gut. Hast kein Slam Charmer Ring. Nein, das ist an sich gut, aber ich hoffe nicht, dass die wieder irgendwie sich denken, ah, lass uns irgendwo außerhalb der Map Liebe machen.
Sollen sie vor deinen Augen Liebe machen? Privatsphäre, Junge. Ich will ja nicht sagen, dass es... gar keine Liebe machen. Ich will ja nicht sagen, dass es warm ist, aber hier sind gerade ein paar Hobbits lang gelaufen und haben einen Ring in mein Zimmer geworfen. Wow, Moment, das ist eine Monsterebene, aber das ist eine von diesen langen Ebenen mit einem Minecart und einem festgecodeten Treffer hinten am Ende. Läuft bei dir. Das heißt, ich konnte die Ebene einfach überspringen. Sehr gut. Ach ja. So, ich meine, ey, nicht immer das Falsche raushacken. Ich habe jetzt schon knapp 230 Holz gemacht. 245. Das lohnt sich schon mal. Ja. Bitte kipp nach rechts. Ja, dankeschön. Ich kriege aber zu wenig Baumsetzlinge. Ich kriege halt wirklich im Durchschnitt einen pro Baum nur. Ah, erst schütteln, dann. Das ist gut. Erst den Baum anquatschen, damit er geschüttelt wird, weil dann hat man auch die Chance auf einen Drop. Ja. Ist sogar ziemlich schlau. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen, dass es ziemlich schlau ist. Deswegen habe ich es dann gemacht. Und dann hat man gleich nochmal ein paar mehr übrig und die kann man einfach jetzt irgendwo hinpflanzen. Da oben ist unsere richtige Baumfarm, aber ich werde einfach jetzt überall noch Bäume anpflanzen. Und die vermehren sich ja dann von alleine. 317 haben wir gemacht. Das ist schon mal nicht schlecht. Holzi, Holzi, Holz. Ich und mein Holz. Und 108 Zap mal wieder. Boah, ist ja gerade echt warm. Das wird auch nicht kühler. Ja, warum eigentlich nicht? 36 Grad und es wird nicht kühler. Ein bisschen heißer eigentlich? Ja, eben. Das ist das Problem. Warum habe ich das Holz nicht... Hä, habe ich nicht gerade das Holz abge... Ich bin doch bedeppert. Ich glaube, ich bin bekloppt. Ah ja, ich habe meinen Kaffee abgegeben. Okay. Es ist einfach zu warm. Ich glaube, das fasst das Ganze gut zusammen. Oh, ich glaube, klar. Ich habe einen von diesen Fliegekäfern gerade in die Wand geglitscht. Hängt zumindest noch an der Wand fest, bewegt sich nicht mehr hoch und runter. Du meinst eine von denen, die unbesiegbar sind? Ja. Sag ich doch, Fliegekäfer. So. Einfach da ein bisschen was gedrückt. Schon wieder 19.40 Uhr. Krass. Aber es ist doch erst 8.55 Uhr. Ja, ich weiß. Witzig. Ich habe Schuhe für dich gefunden, Fox. Hä? Wieso? Ach so, weil ich meine guten Schuhe verkauft habe, ne? Weil ich sie mir nicht zurückgegeben habe. Nein, warte, pass auf. Ich hab die perfekten Schuhe für dich gefunden. Ich hatte ja ursprünglich mal die Galaxien-Schuhe, aber die habe ich beim Übertragen meines Charakters... Die kannst du doch in der Mine kostenlos wiederholen. Ja, aber ich habe sie schon verkauft. Oh. Weil ich dumm war, weil ich nicht dran gedacht habe, dass ich gar keine Schuhe anhabe. So, pass auf, Fox. Du kriegst die besten Schuhe. Warte mal, dann bekommst du auch was. Moment. Nee. Moment, wo sind die? Leute, jetzt kriegt er dafür auch was richtig Cooles. Er kriegt was richtig Cooles. Ich schmeiß in die Kiste vor deinem Haus, ne? Ja, ich hab auch was für dich in die Kiste vors Haus ich schmeiß jetzt auch was in die Kiste für dich vors Haus. Achtung. Oh, die sind ja cool. Die sind ziemlich cool. Vor allem 6 Immunität. Ja. So wenig Verteidigung. Elliot's Pencil. Ein Dagger. Das ist cool, setz den mal ein. Kämpf mit dem Dagger. Man sieht ihn nur so ein bisschen. Er glitscht mal so schnell. Ist.
Ja, das ist, ist die Sache. 154 ist, Speed? Hm. Das kann man gar nicht drücken. Das stimmt. Es gibt halt so ein paar, Leute, ihr seht das hier, Moment, bei Category, das sind dann Waffen. Es gibt so ein paar Sachen, die kann man im Spiel nicht bekommen. Zum Beispiel auch das hier. Moment, gucken, ob man die sieht. Achso, nee, brauche ich ja nicht. Was mir gerade auffällt, ich hätte, könnte mir eigentlich mal diesen größeren Rucksack kaufen. Mal, wir gehen mal ganz kurz zum Herrn Wartrak. Wo sind Sie, Herr Wartrak? Da sind Sie. Gucken mal. Achtung. Siehst du das? Ja. Das ist Pennys Bratpfanne. Ich habe letztens einen Hammer in der Mine gefunden. Den Namen fand ich super. Der hieß einfach The Slammer. Ja. Aber das sind halt, das sind Items, die man halt, die halt hardcoded sind, die man nicht bekommen kann. Ich weiß nicht, warum es die ergibt. So, ich gehe schlafen. 23 Uhr. Ich gehe auch schlafen. Hast du was verkauft? Heute ist letzte Aufnahme. Ja. Nee, letzte Aufnahme ist nicht, aber. Letzte Folge. Ich habe nichts verkauft. Verkauf mal was. Ich habe nichts zu verkaufen. Na, da verkaufe ich halt was. Ich würde gerne, wenn die Katze nicht im Weg stehen würde. Ich möchte gerne Schuhe mit Geschwindigkeitsbonus. Warum gibt es eigentlich keine Schuhe mit Geschwindigkeitsbonus? Okay, ich verkaufe was. Ich habe auch was verkauft. Warum haben Schuhe keine Geschwindigkeitsbonus? So, gucken, wer das Wertvollere verkauft hat. Was? 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 Ha, meins ist wertvoller. 200 Gold, ja. Ja, so Leute, das war's dann auch für heute. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao.